Wir haben ja hier auf dem Wallis einmal den Klempner geholfen und ein Infobot bekommen. Und zum zweiten haben wir das Oberhaupt getroffen, da unten aus den Schiffe. Und haben auch ein Infobot bekommen. Das heißt, wir können jetzt zwei Planeten einfliegen. So, huch. Und nur noch welche eingepassiert. Naja. Ach ja, liegen ja auch noch welche. Dann sammeln die mal auch noch ein. Alle, ups. 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 Okay. So, weg. Und hops. So. Und Schiff betreten. Okay, wir sind, also befinden uns auf Novalis. Und jetzt gehen wir nach Aridia und Kerwan. Ich würde sagen, wir fliegen erstmal nach Aridia. Ne, Gott, Aridia. Und zwar wollen wir Skid McMax retten und Skids Agenten suchen. Okay. Infobot können wir uns da noch mal anschauen, wie die beiden eben auf dem Planeten abstürzen, aber ich glaube, wenn wir den letzten schon gesehen haben, sagen wir mal einfach Start. Planet Aridia. Und Landung. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ja, ist schon ein ziemlich köstlicher Planet, muss ich mal sagen. Okay. Right. Ein ganz schön Drohnenhändler. Ich habe so ein Board. Was hat der uns bieten? Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Eine Schönheit. Dasselbe? Das brauchen wir aber nicht. Okay. Vielleicht auch später. Ich hatte die Kiste noch gesehen. So. Ach, einen Bombenhandschuh können wir nicht mitnehmen. Aber die Holz können wir mitnehmen. So, okay. Dann wollen wir uns hier mal umschauen. Ups. Ja. Besser. So, sammeln wir mal alles ein wieder. Und weiter geht's. Okay. Uah! Ja. Ich glaube, ich muss. Ach ja, da gibt's Bombenhandschuhe. Virus geht da. Was die Banken da? Der war doch schon lange. So. Ja, also, geht auch. Ja, dafür können wir uns alles einsammeln, ja. Ja. So, 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 so. Ja, das Leben einsammeln. Okay. Ach, wir haben einen Point vergessen. So, was ist eigentlich hier los? Eigentlich gar nichts. Und okay. Thank you.
die rote Kiste, die eben da im Bild war, funktioniert wie eine Bombe. Oder beziehungsweise ist eigentlich auch eine Bombe, wenn man zu da reinkommt. Kommt ein Timer. Und dann wird man schon hier nichts verschwinden und es kriegt man Schaden. Wir werden aber noch öfters hier begegnen. Okay. So ein Blümchen? Ne. Huch. Kleiner Ruckler. Weiß wohl nicht, wo ich da hinkomme. Du brauchst einen Schwimmhaken von Gadgetron, wenn du durch diese Gegend kommen willst. Unseren Informationen nach ist auf diesem Planeten kein Schwunghaken erhältlich. Hm. Schön, also müssen wir nochmal besuchen. Na? So. Okay, dann mal den. So, und was? Jawohl. So. Batsch. Ah, Hilfe. Komm mal da rüber. So. Okay, jetzt nochmal die Feuerwehr. So, so, so. So, jetzt sieht man hier die rote Kiste. So, jetzt gelingt es ein zu blinken. Und bam. Ja. Hilfe. Okay, wo sind wir jetzt? So? Ja, das. Aber ich höre schon mal nichts Gutes. Aha. So. So viele? Aber ne, machen wir nicht das Leben. Und ab geht die Post. Alle hops, hops. Oh oh. Alles einsammeln hier. Oh, da haben wir noch einen vergessen. Zang. So. Okay, hier ist nichts weiter. Okay. Kommst du hier weiter? Das ist nicht schön. Da gehen wir hier lang. Hier rum. Da rum, da rum, da rum. Ups. So, wie man sieht hier. An den Dingern kommt man hoch. Okay. So. So. Haben wir den auch erwischt. Okay, weiter geht's. Hier kommen wir wieder hoch. So, jetzt noch links hängen. Da kommt noch rechts hängen. Entschuldigt. So, dann müsste man eigentlich jetzt hier. Ups, ja, hier kommt man auch. Oh, wie nett. Ja, doch, ja, was.
Ach ne, von da unten waren wir schon noch. Ach ja, geht's weiter dann. Gut, dann wollen wir aber erstmal eben. So. Gut. So, und ab. Oh, oh, oh. Gut, da brauchen wir nichts. Okay. Hier kommt man nicht weiter. Da drüben sind wir gerade gestartet, wenn ich mich nicht ganz täusche. Okay, dann geht's hier weiter. Ja, rüber. Auch über den Schlamm. Was ist das? Ach, das ist der Manager. Klar, aber der Manager, wie es aussieht. Ich bin mal gespannt, wo wir den anderen finden. So. Überhaupt kein Empfang. Dieser Zeitverlust bringt mich nach um. Benötigen Sie ärztliche Hilfe, Sir? Nimm nicht alles so wörtlich, Kleiner. Mein Problem ist, dass ich auf diesem Kaffplaneten festsitze und meinen Star-Klienten nicht finden kann. Hey, ich habe Sie schon mal im Infobot gesehen. Sie sind Skids-Agent? War Skids-Agent. Ah, seit dem Absturz ist Skid verschwunden. Und ein Agent ohne Star ist wie ein Floh ohne Hund. Moment, du siehst auch recht sportlich aus. Hör zu, wenn du den Hauptpreis der Hoverboard-Rennen in Blackwater City gewinnst, dann wirst du mein nächster Star. Für solch triviale Sachen haben wir keine Zeit, Sir. Hm, genau, ich als der neue Skid McMarks. Bring den Preis des Hoverboards-Rennens. Okay, also müssen wir ein Hoverboard-Rennen gewinnen. Aber dafür brauchen wir erstens ein Hoverboard. Und zweitens... Ja. Müssen wir erstmal gewinnen, nicht? Okay, hier gibt's nichts weiter. Dann mal sehen, was mir hier passiert. Okay. Dann sind wir wieder. Hup. Am Anfang des Games. Guck mal hier. Nee, ach nee, mein Schuh brauchen wir nicht. Da hinten klappt auch mal nicht. Gut. Gibt's hier was? Nö. Also doch, sieht so eigentlich. Ruhe. Achso, ne, da kommen wir klar wieder runter. Gut, das mit der Einweg haben wir abgeschlossen. Jetzt gehen wir hier den nächsten. Ach! Guck an! Wer steht denn da? Hey, das ist Skid McMarks. Der Mann aus dem Infobot. Höchstpersönlich, Kumpel. Habt ihr beiden meine fette Raumschlacht vorhin gesehen? Deine Hilfeschreie haben wir gehört. Das war eine Art Schlachtruf. Mein Agent und ich wurden auf dem Weg zum Hoverboard-Training überfallen. Hat er den Absturz überlebt, Sir? Ach, der ist okay. Aber ich habe Probleme, zum Schiff zurückzukommen, weil ich mir den Knöchel verstaucht habe. Ja, klar. Wenn ihr alle Sandhaie erledigt, könnte ich euch vielleicht ein Hoverboard schenken. Wir würden ja gern helfen, Mr. McMarks, aber wir suchen Captain... Eins deiner Boards? Ich wollte schon immer ein gutes Hoverboard. Tja, na gut. Und du hältst am besten deinen Fuß hoch. Zerstöre die Sandhaie. Okay, dann machen wir doch das. Ja... So, gucken wir mal. Da drüben sind die Sandhaie. So, mal langsam anfangen. Da! Ja! Ja! Gut! Okay, die erste Sandhaie haben wir weg. Aber, wie es aussieht, gibt es da hinten Nester. Soll ich mal sagen, dann machen wir den Bombenschuh mal. So. Okay.